Konfuzius sagt, ein Tag, an dem du nicht gelacht hast, ein verlorener Tag. Ein kleiner Junge kann nachts nicht schlafen. Und da er merkwürdigerweise Geräusche aus dem Schlafzimmer der Eltern hört, macht er sich daran, die Sache zu erforschen. Er schleicht zum ehelichen Schlafzimmer, öffnet leise die Türe und blickt vorsichtig hinein. Er sieht, dass die Eltern gerade miteinander Sex haben, und ahnungslos wie er ist, platzt er mitten ins Geschehen und will wissen, was da abgeht. Sein Vater erklärt ihm nervös, hör mal, Fritzchen, du wolltest doch eigentlich schon immer ein kleines Brüderchen, oder? Naja, und ich bring gerade ein kleines Brüderchen in deine Mami ein. Der Junge ist überglücklich und zufrieden und er geht wieder in sein Zimmer und ist dann auch ziemlich schnell eingeschlafen. Als der Vater am nächsten Tag von der Arbeit heimkommt, da sitzt der Junge heulend in der Küche. Natürlich möchte der Vater seinen Sohn trösten und fragt, was passiert sei. Da heult der Kleine schon wieder los und meint, der kleine Bruder, den du in Mami gemacht hast, der Milchmann, er hat ihn aufgegessen. Konfuzius sagt, eine positive Bewertung und ein Abo erhöhen deine gute Laune um mindestens 400%.